Aus dem Weihbuch der Kirche oder Belehrungen über die wichtigsten kirchlichen Segnungen und Weihungen für das christliche Volk von Dekan und Pfarrer Franz Xaver Fecht aus der dritten aufs Neue durchgesehene Auflage Donauwörth 1904 erschienen im Druck und Verlag der Buchhandlung Ludwig Auer mit kirchlicher Imprimatur vom 28. September 1903. Das Weihwasser und die Protestanten. In den Kirchen, in welchen jetzt protestantischer Gottesdienst abgehalten wird, trifft man aus der Zeit, wo die Gemeinden noch katholisch waren, viele Erinnerungen an die alte Mutterkirche. Da und dort finden sich noch Wandgemälde, Standbilder, selbst Kelche und Messgewänder, ehrwürdige Überreste des Glaubens der Ahnen, deren Gebeine nur einige Fuß tiefer in der Erde ruhen als die ihrer vielfältig zum Abfall gezwungenen Kinder und Enkel. So ist auch bei den vielen Protestanten die Erinnerung an die Schutz- und Heilmittel der verlassenen Mutter nicht ganz verloren gegangen. Besonders ist es aber das Weihwasser, nach dem sich viele sehnen. Predigt ihnen ja noch an vielen Orten der in Stein gehauene, jetzt ausgetrocknete Weihbrunnen am Eingang der Kirche den Glauben ihrer Väter. So erzählen die schon genannten Benediktusstimmen, dass es mehr als ein Beispiel gäbe, wo die Protestanten nach dem Weihwasser verlangten. So baten einst schlichte Bauersleute in der protestantischen Mark einen katholischen Priester, er solle ihnen Weihwasser segnen. Als dieser sie an ihre eigenen Geistlichen verwies, sagten sie treuherzig, Zitat: Ja, das können unsere nicht, das hat sich die alte Kirche zurückbehalten, Zitat Ende. Freilich, wohl hat sie das und noch vieles andere zurückbehalten und noch würde diese gute Mutter, diese alte Kirche so gerne in barmherziger Liebe den verirrten Kindern alle ihre geistigen Schätze und Gnadenmittel geben, wenn sie doch nur an ihr Mutterherz zurückkehren wollten. Die Fälle sind übrigens gar nicht selten, wo Protestanten in benachbarten katholischen Kirchen sich ihr Weihwasser holen und es benutzen, wie ihre Ahnen, die noch Kinder der Kirche waren. So erzählt uns eine katholische Zeitschrift Folgendes. Zitat: Ich weiß einen protestantischen Bauern, der seit Jahren immer das schönste und gesundeste Vieh weit und breit hat. Als ich ihn fragte, was er mache, gab er mir zur Antwort: Ja, seht, Herr Pfarrer, daran seid eigentlich ihr etwas schuld. Wieso? Fragte ich erstaunt. Der Bauer entgegnete: Seit Jahren bringt mir das Nachbars Johann, der katholisch ist, alle Monat eine Flasche Weihwasser. Damit besprenge ich täglich mein Vieh in den drei höchsten Namen, das ist im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann fluche ich auch nicht und schicke jeden Knecht fort, der flucht. Daher glaube ich, habe ich den Segen beim Vieh. Zitat Ende. Du siehst, dieser Mann wusste auch noch die alte Überlieferung, dass man den Segen des Weihwassers nicht wieder vereiteln dürfe durch greuliches Fluchen und andere abscheuliche Sünden. Darum hielt er so strenge Manneszucht. Du bist katholisch. Wie schätzest du das Weihwasser? Wie wendest du es an? Vereitelst du nicht seine Kraft und Wirkung durch Sünde und Unglauben? Etwas Ähnliches berichtet uns ein Priester in der Lebensbeschreibung des schon genannten Pfarrers Maas von Vlies. Er erzählt, Zitat: Ich war von 1851 bis 1854 Kooperator in Pfunz. Jeden Samstag weihte ich Wasser gegen 100 Liter. Gar oft war das Gefäß in den ersten Wochentagen wieder leer. Da sagte ich dem Herrn Prodekan verwundert:
dass doch die Pfunder so viel Weihwasser brauchen. Er erwiderte mir, davon gebrauchen die reformierten Engadinger viel mehr als wir. Wer immer da herauskommt, nimmt eine oder mehrere Flaschen davon mit, und die hiesigen Brotträgerinnen müssen den Calvinisten stets einige mit geweihtem Wasser gefüllte Flaschen mitbringen. Sie haben mehr Vertrauen auf unser Weihwasser, besonders beim Vieh, als selbst viele Katholiken. Und der Berichterstatter fügt hinzu, das ist leider volle Wahrheit, denn in vielen Häusern finden sich keine Weihwassergefäße mehr oder sie sind seit Monaten vielleicht ausgetrocknet. In den Schlafkammern der Kranken muss man es erst verlangen und dann wird es in einer Schale oder in einem gewöhnlichen Trinkglas vorgestellt. Was der dänische Dichter Johannes Jørgensen vom Weihwasser sagt. In seinem Reisebuche, Seite 261, spricht sich der damals noch protestantische Dichter Johannes Jørgensen über das Weihwasser also aus. Zitat: Er, nämlich der Dichter Johannes Jørgensen, suchte in seinem Gedächtnis nach, wann wohl der erste Funke in sein Gemüt gefallen sein konnte, welches den Kummer durchlöchert und zu einem leicht entzündbaren Zunder gemacht hatte. Katholische Denker und Dichter hatten ihn seit langer Zeit beschäftigt, aber es war nur eine theoretische Eingenommenheit, ein dilettantisches Interesse. Ihre Anschauungsweisen waren ihm neu gewesen, ihre Ausdrücke schlagend und das Neue, das Schlagende hatte ihn immer ergriffen und gewonnen. Auch nicht ein Besuch in einem süddeutschen Kloster hatte irgendwelchen Einfluss auf ihn gehabt. Er hatte sich zunächst unbehaglich gefühlt und er hatte seinen Aufenthalt abgekürzt, um schnell wieder in die freie, strahlende Welt hinaus zu gelangen. Aber es kam bald darauf ein Abend in einer Schweizer Stadt, ein Abend in Luzern. Er war spät am Nachmittag hingekommen, unter strömenden Regen und Donnergetöse von der Spitze des wolkenumhüllten Pilatus. Nachdem er zu Abend gegessen hatte, ging er aus. Der Regen hatte aufgehört. Der Abendhimmel stand klar und kühl über der gelben, ungestümen Reuss. Es dunkelte und seine Gedanken waren ganz von dieser Welt. Da strömte auf einmal ein helles Licht über die dämmernde Straße hinaus und Gesang dazu. Er blickte zur Seite. Ein Kirchenportal stand offen und alle Lichter waren auf dem Hochaltar angezündet. Er ging hinein. Hoch über der dichten Menge sah er das Kruzifix im Kerzenschein glänzen. Und jetzt trat ein Priester vor, nahm vom Altare die goldene Monstranz, hob sie empor und segnete die Menge, die auf den Knien lag. Und mitten unter den Knienden kniete er auch, wie von einer unwiderstehlichen Macht getrieben, und in dem tiefen Schweigen der Andacht und des Gebetes fühlte er, dass jemand ihm in diesem Augenblicke nahe war. Als alle aus der Kirche strömten und alle die Hand zum Weihwasserbecken führten, war seine Hand unter denen der anderen. Und das geweihte Wasser berührte seine Fingerspitzen mit einer erfrischenden Kühle, derengleichen er nie empfunden hatte. Es war ihm, als fühlte er eine Kraft daraus hervorgehen. Er berührte seine Stirne mit den benetzten Fingern. Und vom Neuen empfand er etwas wunderbar Starkes in dieser Berührung. Seit diesem Abend in Luzern hatte jenes Feuer in seinem Herzen gebrannt. Aber sein Herz wollte sich nicht von dieser Flamme verzehren lassen. Sein Herz suchte das Feuer zu dämpfen, zu ersticken, womöglich auszulöschen. Denn sein Herz fürchtete sich davor, sich dieser Flamme zu ergeben,
die von Gott kam und wieder begehrte, zu Gott aufzusteigen, die Flamme der Liebe, deren Ziel das ewige Gut ist. Zitat Ende. Endlich wurde der liebe Gott doch Sieger. Am 16. Februar 1896 legte Jørgensen, dieser talentvolle und bedeutendste der jüngeren dänischen Dichter, vor dem hochwürdigen Pater Brinkmann S.J. das apostolische Glaubensbekenntnis ab und ist nun ein treuer Sohn der guten Mutter der heiligen katholischen Kirche.